Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Gelb. Ich bin am Ende. Na, geht so. Ich war in der Safari-Zone. Und ich war relativ erfolgreich, muss man sagen. Mitnehmen. Da. So, ich habe ein Tauros und ein Chanera geholt. Und... unnötig. Stimmt, da war ja was. Und ich habe Dodo entwickelt zu Dodri. Einfach weil ich werde sowieso nicht mitnehmen und ich wollte ja irgendwie mal so alle Normal-Pokémon haben. So, dafür habe ich Kangama und Porygon. Ihr glaubt nicht, was ich alles verkauft habe, um Porygon holen zu können, aber es passte so gut. Ich habe einfach alles Geld ausgegeben, was wir bereits hatten. Dachte mir so, so viel fehlt gar nicht mehr. Dann habe ich jetzt echt, ich habe TMs verkauft, wie sonst was, die wir noch hatten. Ich habe, glaube ich, auch Top-Genesung, Top-Trank hier auf dem PC, weil auch alles verkauft. Scheiß drauf, kriegen wir später eh wieder. Ja, und jetzt haben wir ein Porygon. Level 26 zum Trainieren habe ich jetzt keinen Bock mehr gehabt. Dauerte mir zu lange. Die Werte sind scheiße. Also, naja, echt nicht gut. Ich gehe nicht davon aus, dass es im Team bleiben wird. Vielleicht nehme ich später Tauros mit. Oder doch wieder Knuddeluff. Wir werden sehen. Es hat Psychokinese und Eisstrahl, die anderen beiden Attacken waren schon vorher da, die sind aber scheiße. Wobei, ich weiß gerade nicht mehr genau, was Schärfer macht, ich glaube, es erhöht den Angriff. Kangama, ja, hat, ist von den Werten gar nicht mal so schlecht. Gut, es ist jetzt nicht so schnell, aber es ist nicht so schlimm. Erdbeben, Stärke, ja, Raserei und Rutenschlag. Es konnte leider keinen Schwertanz lernen. Also Schwertanz auch verkauft am Ende. ja, Raserei habe ich jetzt nur drin behalten. Wenn man davon ausgeht, dass man halt einmal getroffen wird, kann man ja vielleicht seinen Angriff ein bisschen steigern. Vorausgesetzt, Kangama überlebt das. Das weiß ich nämlich leider nicht. Mit Chanera war echt ziemliches Glück, weil Chanera bin ich zufällig über den Weg gelaufen. Nur als ich gerade auf dem Weg war, mir einen Kangama zu holen, weil ich da ja in die bestimmte Zone musste. Ja, durch Zufall läuft mir dann einfach mal so ein Chanera über den Weg, das ist in einem Ball direkt drin geblieben. Habe ich mir auch so gedacht. Okay, nehme ich. Aber gut, die anderen beiden waren ein bisschen schwieriger. Wollen wir uns doch erstmal um diese Arena hier kümmern. Die Gift-Arena, in der nur Psycho-Pokémon geben tut und tut. Grammatik verkackt. Oh nee, ein Arbok. Ui, ich bin schwer überrascht. Es ist tatsächlich... erstmal Attacken sortieren. So. Ja, Erdbeben. Habe ich mir gedacht, wäre für Kangama vielleicht gar nicht so schlecht. Und ich sehe gerade, wir sind vom Level sogar gleich auf mit denen hier. Das bedeutet, also Kangama hat übrigens alle Sonderbonbons, er hat nicht noch hat, das waren glaube ich 5 Stück. Weil ich auch da gesagt habe, scheiß auf Training, das passt so. Scheint ja auch ganz gut zu funktionieren. Level 33. Ja. Lass mal die Stärke sehen. Gut, von der Animation jetzt nicht so Hammer. Ich habe die Hoffnung, dass wir... also Kangama wird jetzt nicht so viel Training brauchen. Das wird jetzt dann halt demnächst ein bisschen öfters kämpfen. Dann passt das schon. Bei Porygon ist das anders. Da weiß ich nicht, wie ich das machen soll mit dem Training. Vielleicht bleibt es auch einfach nicht lange im Team. Dann nehme ich was anderes wieder mit. Wir werden sehen. Vielleicht nehme ich einfach mal ein Ditto mit, sobald wir auf... das wäre lustig. Ich glaube, ich nehme später einfach mal ein Ditto mit, statt Porygon. Wenn Porygon scheiße ist. Und danach sieht es leider gerade so ein bisschen aus. Naja. Jedenfalls, ja, ich werde versuchen, Porygon ein bisschen zu trainieren auf dem Radweg. Da sollten die Trainer ja wieder nicht ganz so stark sein. Da kann es vielleicht was reißen, aber auch nur vielleicht leider. Wird schon passen. So, hier kann ich rein. Hier ist aber nix. Doch, hier ist ein Trainer. Da komme ich auch von der anderen Seite. Nö. Ich finde es immer noch schön, dass ich genau sehe, wo ich lang gehen kann. Bleib stehen. Ich bleib doch stehen. Ich habe dich angesprochen. Und nein, eure unsichtbaren Mauern frustrieren mich nicht. Da sie nicht unsichtbar sind. Na gut, Level 34. Sandama ist ein Problem wegen Schlitzer. Weil Schlitzer halt... ja... hohe Volltrefferquote hat. Das macht's auch nicht besser. Sowas frustriert. Genauigkeit senken. Das frustriert. Ich hoffe jetzt, dass wir möglichst schnell wieder ein bisschen Geld reinkriegen. Da ich, naja, neue Ausrüstung brauche. Vielleicht ein paar neue Tränke. Und vielleicht schaffe ich es auch nochmal, mir ein paar TMs zu kaufen.
Vielleicht ist irgendwas Nützliches. Ich glaube, Triplette konnte man sich kaufen. Ich weiß nicht, ob Kangama das lernen kann, aber irgendwas als Ersatz für Raserei, gut. Ich weiß jetzt nicht, was Kangama durch Level-Ups noch lernt. Es hatte, glaube ich, als es bekommen hatte, noch Biss und Kometenhieb, die ich halt vergessen lassen habe. Kometenhieb war, weiß ich jetzt nicht genau, ist, glaube ich, eine Multi-Hit-Attacke. Ich habe nicht nachgeguckt, deswegen habe ich es einfach vergessen lassen. Und Biss, ja, als Normalattacke jetzt hier auch nicht so der Hammer, deswegen dachte ich mir dann, nimm sie Stärke, ne? Koga ist ein Nachfahre von Ninjan, ja, ganz toll. Interessiert mich ein Scheißdreck. Koga wird genauso besiegt wie jeder andere Arenaleiter zuvor. Ach ja, die Jongleure mit ihren Scheiß-Traumatos. Hatten Jongleure nicht eigentlich... Ich weiß nicht, wie es mit den anderen ist, die wir in diesem Spiel schon getroffen haben, aber in der zweiten Gen meine ich mich daran zu erinnern, dass die Jongleure in der Regel Voltoball hatten. Weil es irgendwie so passte zum Jonglieren. Und hier schmeißen die jetzt mit Traumatos um sie. Was soll das denn? Ich meine, stellt euch mal vor, da steht so ein Typ, der mit drei Traumatos jongliert. Und ich versuche es einfach mit Porygon, weil ich es kann. Beziehungsweise nicht, weil wie gesagt, das Viech ist nicht sehr stark. Es ist leider echt so, dass es sowohl in beiden Angriffswerten als auch dann in den Verteidigungswerten echt nicht so der Hammer und schnell ist auch was anderes. Also Porygon, naja, haut mich echt nicht so aus den Socken. Hypno wird es nicht schaffen, kann ich so schon sagen. Nehmen wir Ibitak. Es ist ein bisschen schade. Ich habe ja gesagt, ich hatte noch nie ein Porygon und wollte es deswegen mal mitnehmen. Hab da jetzt ganz schön viel für blechen müssen. Und jetzt stellt sich raus, ja, Porygon ist doch irgendwie scheiße. Aber gut, passiert, ne? Ich habe übrigens mal nachgeguckt, man hätte sogar, wusste ich gar nicht, in der Safari-Zone scheinbar auch ein Dratini kriegen können. Okay. Warum nicht? Ja, da unten ist noch einer, den möchte ich natürlich auch noch mitnehmen. Allerdings mit Kangama und oder Porygon, deswegen... Ach, wobei, wisst ihr was, das ist mir jetzt auch völlig egal. Ich besiege den jetzt einfach. Ich glaube, Porygon ist vorne, das wird es wahrscheinlich nicht schaffen, aber... ja, dann halt irgendwie anders und dann zu Koga wieder mit gehalten Pokémon, da muss ich nicht so oft hin und her rennen. Natürlich mit Traumato. Wer hätte es nur erahnen können? Außer jeder. Hä? Was ist das denn? Der wechselt aus? Das war ein Crit, ja? Lass mal sehen, was schärfer macht. Einfach mal gucken, was macht das? Angriff nimmt zu. Ja, toll. Bringt also auch nicht wirklich was. Psychokinese wird auch nicht viel Schaden machen. Vor allem, weil es nicht sehr viel... Ach ja. Toll. Machen wir weiter mit dem Eisstrahl. Ja, nee, Porygon kann ich sowas von vergessen. Ich werde es jetzt eine Weile im Team behalten. Mit anderen Worten, bis zur Zinnoberinsel, was nicht mehr so lange dauert. Aber, dann werde ich mir wahrscheinlich ein Ditto holen und damit fliegt es wieder raus. Ach komm, Radikal. Ja, komm, mach du. Wir könnten uns auch immer noch ein Pipi holen. Das will ich ja auch noch machen. Da habe ich nur bisher keine Lust zu gehabt. Ach ja, mal sehen. Wenn ich alle Normal-Pokémon vervollständigen will, muss ich mir eins holen. Aber das hat ja Zeit, ne? Vielleicht mache ich das erst irgendwie am Ende. Das bringt mir sowieso nichts. Entweder ich müsste den ganzen Dex vervollständigen oder halt, ne? Das funktioniert eh nicht. Den ganzen Dex kann ich nicht vervollständigen, weil ich dafür ja auch die Tauschentwicklungen haben müsste und, naja, alle Pokémon, die man auf der gelben nicht kriegen kann. Das sind ja auch ein paar. Und die müsste ich sowieso tauschen und, da wüsste ich jetzt, es geht, glaube ich, irgendwie, aber keine Ahnung wie. Und, ja, eigentlich finde ich es auch nicht so wichtig. Ich meine, ja, Dex vervollständigen in der ersten Gen ist eigentlich gar nicht mal so schwierig, weil dauert gar nicht so lange. Sind ja schlappe 151. Aber nee. Das wäre mir für ein Let's Play dann doch irgendwie zu aufwendig. Vor allem, wenn ich mit der Monotype anfange, weil da hätte ich bisher sowieso schon alles fangen müssen, was ich kriegen kann. Das habe ich ja nicht gemacht. Ach so, Koga. Ja, dann mal auf geht's, ne? Ein Kind fordert einen Ninja-Meister zum Kampf heraus, wie du willst. Erlebe eine Welt des Schreckens, bevor ich dich besiege. An meinen Schlaf- und Giftattacken sollst du verzweifeln.
Wenn du mich vergiftest, ist eine Sache. Wenn du mich einpennen lässt... Ich dachte, der vergiftet nur. Ich weiß es nicht, ob er auch... 44. Ui. Eureka. Erdbeben. Wir sind schneller, okay. Ja gut, Kangama. Keine Vorstufe, keine Nachstufe. Also von vornherein relativ stark. Psychokinese. Okay. Ich verstehe diese Arena nach wie vor nicht. Natürlich sinkt auch unsere Spezialverteidigung und der Spezialangriff gleich mit. Das ist eigentlich ziemlich mies. Weil, ja. Wir haben ja bereits geklärt, die Psycho-Pokémon waren jetzt nie so die speziellen Verteidiger, außer vielleicht Phlegmon und Lamus. Aber deshalb ist es sowieso egal, da man die sowieso besser mit physischen Angriffen angreift. Völlig egal, wenn man den gegnerischen Spezialangriff senkt. Und was ist das hier? Der Blutzuck-Armada? Ich dachte, du hättest Omod. Wahrscheinlich nur das letzte, ne? Also ein Omod und drei Blutzucks oder so, aber nicht mal Smogon, Arbok, was gibt's noch? Slimog. Oh Gott, nein. Ich erinnere mich daran, dass der Typ eigentlich einen Slimog hatte. Jetzt kann es natürlich sein, dass das in der blauen und roten war, dass die andere Pokémon hat. Oder dass es in Gold-Silber war, wo dann ja seine, was war das, Enkelin-Tochter irgendwie hier war. Weil ich erinnere mich an einen Slimog, welches Komprimator gespammt hat. Mit anderen Worten, sollte er Slimog einsetzen, werde ich sofort auf Relaxo wechseln. Das könnte Kangama sogar überleben noch. Also ich muss sagen, Kangama ist jetzt... Schade. Kangama ist jetzt ja echt nicht so stark hier. Aber trotzdem finde ich, macht es einen super Job. Richtig, Kangama finde ich sehr gut. Ich kann verstehen, dass es jetzt vielleicht nach der ersten Generation nicht mehr so pralle war. Wenn man sich die Werte anguckt, es könnte besser sein, ja. Aber ganz ehrlich, ich finde es okay. Ich finde es völlig okay. Und auch hier Level 50, okay. Es scheint tatsächlich... hast du überhaupt Giftattacken? Du setzt nur Psychokinese ein. Was ist das für eine scheiß Giftarena? Ja, mit Volltreffer auch noch, aber egal. Nein, was soll das? Das soll eine Giftarena sein. Was ist das für ein Quatsch? Und von Schlaf und Gift habe ich nicht viel gesehen. Einmal Toxin, toll. Mein Gott, Koga, was bist du für eine Lusche? Yay, Seelenorden, Abwehr-Pokémon, bla bla bla. Ferner kannst du auch Surfer außerhalb von Kämpfen einsetzen. Sehr schön. Und nimm dieses Geschenk. TM6, Toxin. Da bin ich mir sicher. Ja, Toxin. 400 Jahre alte Technik, toll. Die wird verkauft. Um unseren Geldvorrat wieder etwas aufzufrischen, weil Toxin brauche ich eh nicht. Aber Geld brauchen wir wieder. Das hat ganz schön gelitten. So, einmal heilen und dann, ja, machen wir uns auf den Weg, auf den Radweg. Auf den Radweg, ja. Machen wir den Radweg von oben oder von unten? Ich glaube, ich mache den von oben. Ihr wisst, was ich mache, den von unten. Also eigentlich ist es scheißegal, aber ich habe gerade überlegt, ob ich dann nach von Fuxania aus zur Zinnoberinsel schwimmen möchte. Allerdings haben wir jetzt so viele Trainer besiegt hier in der letzten Zeit. Die gesamte Route hier östlich von Fuxania. Da hätte ich dann jetzt doch gerne mal wieder ein bisschen vorankommen. Mit anderen Worten, ich will einfach schnell nach... Nicht kaufen, verkaufen erstmal. Machen wir jetzt einen Radweg und danach holen wir uns direkt wieder einen neuen Orden. So. Kaufen. Hast du Hyperheiler, genau. Nehmen wir uns mal so 10 Stück von mit, falls das Geld reicht. Ja. Das war auch schon die Hälfte unserer Kohle. Bälle brauchen wir nicht. Gibt nur noch 3 Pokémon, die ich mir fangen würde. Hypertränke, wie viel können wir uns leisten? 4, nehmen wir. Wie gesagt, ein bisschen mal wieder die Vorräte aufstocken. Sortieren muss leider auch sein, tut mir leid. Okay, aber freue ich mich, dass die später so eine automatische Sortierfunktion eingebaut haben. Das war echt eine geile Idee. Ist das, was mir gerade auffällt? Den Münzkorb brauchen wir gar nicht mehr, den kann ich einlagern. Den werden wir nie wieder brauchen.
Ich bin auch irgendwie froh darüber. Nicht fliegen, Zerschneider. Es war tatsächlich so, ich musste am Ende, glaube ich, noch... Was waren das? Ich glaube, knapp 200 Münzen farmen. Habe ich dann an den Automaten halt gemacht. Das Problem war irgendwie natürlich, dass man genau dann, wenn es irgendwie mal so schön wäre, wenn man den 100er knacken würde, weil 100 ist ja das Höchste, was man auf einmal gewinnen kann, kam natürlich nicht einmal. Und dann beim letzten, als noch, ich glaube, 30 Münzen fehlten, dann waren natürlich 100 auf einmal. Habe ich auch so gedacht, danke Spiel. Ja, was soll's. Na, ich würde das Fahrrad ja sogar gelagert lassen, weil eigentlich ist es auch scheißegal. Ich benutze es nie so oft. Aber Problem am Fahrrad, das brauche ich jetzt. Zum ersten und letzten Mal im Spiel. Und ich brauche. Und wieder nach oben sortieren. Ich weiß gar nicht, warum nehme ich das Fahrrad so gerne mit? Es hilft beim schneller Fortbewegen, ja, aber... Ganz ehrlich, ich nutze es ja doch sehr selten, ne? Naja. Kangama ist vorne, oder? Yep. Tauschen wir mal kurz. Nee, lass Kangama erstmal vorne. Auf dem Radweg vielleicht. Aber vorm Radweg sind noch drei Trainer hier auf der linken Seite, die wir noch besiegen wollen. Nämlich da und die beiden da unten. Ich laufe überall durch so Gras, um Pokémon aufzuspüren. Ja, das ist ein guter Plan. Wir machen das anders. Wir laufen überall durch Hohgras, um keinen Pokémon zu begegnen. Klingt sinnvoll, ne? Na, guck, Level 29. Sagen wir mal, auf dem Radweg ist es vielleicht nochmal ein Level niedriger. Ich glaube, das wäre schon... Kann Porygon schaffen. Da werden zwar wieder haufenweise Biker sein, die dann wahrscheinlich wieder irgendwelche Gift-Pokémon einsetzen, aber... Ja, wobei, das ist gar nicht mal so schlecht, weil Porygon hat ja Psychokinese und Psystrahl. Ja, doch. Ich denke, das wird funktionieren. Ich muss gucken, vielleicht kann ich nochmal... Obwohl, lohnt sich das? Nee, lohnt sich gar nicht. Nochmal Steinhagel oder so. Ich weiß gar nicht, ob man die kaufen konnte oder nicht. Das kann ich ja machen. Wenn wir jetzt den Radweg fertig haben, das wird wahrscheinlich auch wieder so ein, zwei Parts dauern, könnte ich ja... Sind wir ja oben in Prismania. Könnte ich ja nochmal gucken im Kaufhaus, was das alles für TMs sind, die man da kaufen konnte. Und, naja, vielleicht ist ja nochmal was Nützliches dabei, was ich für Kangama oder Porygon holen könnte. Ich muss mal überlegen, wenn ich jetzt Porygon rausnehme und Ditto reinnehme, gut, Ditto wäre ja so ein Scherz-Pokémon im Team, weil das kann halt dann auch nicht so viel machen, ne? Wobei ich es lustig fände, so in der Arena, in der Top 4... War Siegfried dabei, ne? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, Siegfried war der letzte der Top 4. Und da könnte es ja sogar ziemlich nützlich sein, ein Ditto. Na, wir werden sehen. Aber auch ansonsten... Mir fällt gerade ein, eigentlich hätte ich sogar eine unfaire Sache machen können. Ich habe jetzt immer alle Vitamine eigentlich verballert. Ich hätte mal sowas wie ein Protein aufheben sollen, da die meisten Attacken, die wir benutzen, ja physisch sind. Dann hätte ich mir mit ein bisschen nur einfach mal Proteine bis zum Gehtnicht mehr cheaten können. Und dann halt alles mit Protein voll pumpen, was wir haben. Bin mir auch gerade nicht sicher, wie das hier funktioniert. In der ersten Gen gab es da EVs? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich habe, glaube ich, mal gehört, es gibt keine. Das wäre ja das, was eigentlich diese Vitamine machen verteilen würden. Deswegen... Wenn es die nicht gibt, heißt das, dass man echt endlos Proteine in so ein Pokémon reinstopfen kann? Weil eigentlich ist ja 10 das Maximum pro Wert. Und halt nur 510 insgesamt. Hm. Oh, Mega-Hieb. Ja, doch. Dann Raserei, Rotenschlag. Komm, Raserei ist Quatsch. Mega-Hieb ist zwar auch nicht gerade gut, aber nehmen wir mal mit. Roten Schlag kann man vielleicht nochmal gebrauchen, auch wenn ich es wahrscheinlich nicht nutzen würde. Ich weiß nicht, warum ich... Wenn ich einfach nur so durchspielen will, dann ist bei mir eigentlich die Devise draufhauen, draufhauen, draufhauen. Und zwar so feste wie möglich. Und wir sitzen auf unserem Fahrrad. So, wie war das jetzt hier? Genau, ja. Das ist der einzige Nachteil, wenn man von unten nach oben will, ist es langsam.
Ich glaube, das ist irgendwie halbe Geschwindigkeit und nach unten ist es... Ich weiß nicht, nach unten? Nach unten sieht es ein bisschen wie normale Geschwindigkeit aus, aber nach oben ist auf jeden Fall ein ganzes Stück langsamer. Naja. Ja, schade. Hätten sie auch anders machen können, dass sie irgendwie nach unten halbe und nach oben doppelte Geschwindigkeit... Nee, andersrum. Nach unten halbe Geschwindigkeit, den Berg rauf fährst du doppelt so schnell. Ja, das ergibt Sinn. Andersrum. Ja. Gut, das war's für heute. Nächstes Mal dann der Radweg. Ich weiß, dass oben noch ein ganzer Haufen Trainer lauert, aber bis dahin müssen wir erstmal kommen. Ich möchte ja wieder mal alles mitnehmen. Bis dann. Ciao.